Und damit einen wunderschönen und herzlichen Tag, herzliches Willkommen zurück. Okay. So. Jütchen, wir brauchen ein Prellbock. Ich bin mir überlegen, ob ich den Baum noch nicht doch wegmache. Na schon. Ich versuche erstmal Prellbock zu bauen und wenn wir statt einem Prellbock gleich zwei bekommen, durch das Rezept, dann mache ich den Baum da weg. Ansonsten werden wir wirklich nur einen Prellbock bauen können mit einmal. Da brauche ich auch nur einen Prellbock. Aber wir brauchen auf jeden Fall für diesen Wechselbahnhof da. Wobei, da wollte ich doch eine Weiche bauen. Ja, eben, da wollte ich doch eine Weiche bauen. Stimmt ja, da wollte ich eine Weiche bauen. Da wollte ich ja gar keinen Prellbock bauen. Ja gut, dann ja easy. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Weiche. Also eine Weiche kann man ja nicht craften, sondern da brauchen wir diese komische Tool, womit man ein normales Gleis zu einer Weiche umfunktioniert. So ein Tool müsste ich ja eigentlich haben, weil wir haben ja schon Prellböcke Weichen gebaut. Ach nee, haben wir gar nicht. Haben wir das? Ich guck einfach mal. Sieht schlecht aus. Ja, doch, sieht tatsächlich schlecht aus. So ein Werkzeug haben wir noch nicht. Mal gucken. Advanced Trains. Das war das, ich glaube. Schienenwerkzeug, genau. Oh Gott, brauchen wir einen Diamanten. Was doch der Grund sein dürfte, weswegen wir das bisher noch nicht hatten. Haha. Gott. Habe ich so ein Werkzeug echt noch nicht? Ich will jetzt keinen Diamanten verschwenden. Oh Mann, 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 oh Mann. Ist mir das ein Diamanten wert? Ich meine, wir haben ja zum Glück ein paar Diamanten. So ist ja nicht, aber... Andererseits haben wir jetzt auch noch nicht mal ein Stack Diamant. Das heißt, ne, man sollte schon darauf achten, dass wir jetzt nicht hier blind irgendwelche Diamanten verschwinden. Ne, komm, wir machen einfach einen Prellbock. Wie teuer ist der eigentlich? Rote Farbe. Oh, okay, wir bekommen doch zwei. Dann hätte ich das schon geklärt. Rote Farbe, Eisen haben wir auf jeden Fall. Hä? Warum hat das hier doppelt? Hä? Achso, das sind verschiedene Sachen. Stahl und Zinn. Ja gut, okay. Dass die gleich aussehen müssen, ey. Rote Farbe müssten wir haben. Farbe haben wir ja massig noch. Okay, massig sieht anders aus, aber wir haben zumindest welche. Gleise haben wir, Holz haben wir keines. Ja, Sakrileg, jetzt muss ich extra Holz machen für dieses eine Ding. Da muss ich das. Na, super. Weg. So, Prellbock. Was? Ja, komm, einmal hier. Gleise. Hä? Wo, hä? Wo sind unsere Gleise? Hä? Wir hatten doch gerade eben noch Gleise gehabt. Kann mir mal bitte jemand sagen, wo die Gleise sind? Wo zur Hölle sind jetzt unsere Gleise abgeblieben? Sag mal. Unsere Gleise sind dissipiert. Hallo? Wir hatten gerade noch fast einen gesamten Stack voll Gleise. Wo sind denn die hin? Habt ihr die weggeschmissen?
Was zur Hölle? Das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht, ist das jetzt ein, ne, habe ich die Reise jetzt irgendwo hingepackt, wo ich sie, ja, ne? Oder ist das wieder mein Testbug? Was echt eine mittelgroße Katastrophe wäre. Wir haben doch ein ganzes Deck noch voll Gleise. 99 fucking Gleise. Na, also nicht ganz, aber... Ja, sagen Sie mal, mein Herr. Was haben Sie denn mit den ganzen Gleisen gemacht? An der Werkbank kann es nicht liegen, weil da waren wir zwischenzeitlich nicht dran. Und nachdem wir das letzte Mal dran waren, hatten wir die Gleise, glaube ich, noch. Das heißt, ich muss die irgendwie anders hingepackt haben oder irgendwie gedroppt haben oder irgendwie sowas. Ja, sag mal. Bin ich denn bescheuert? Dem müssen wir mal noch kurz nachgehen, ne? Mal wieder ein bisschen Detektiv spielen hier. Gucken wir mal. So. Zum Anfang der Folge. Die Gleise schon. Das heißt, sie müssen irgendwo in der letzten Folge dissipiert sein. Fick die ist einfach eine Mob. Schnauze. So, genau, da habe ich die Gleise noch. Nur noch 9 Gleise? Okay. Okay, also die Gleise, die wir haben, haben genau gereicht tatsächlich sogar. Interessant. Aber wir hatten auch noch einen gesamten Stack von gehabt. Da haben wir Holz gesammelt. Genau, da hatten wir 85 Gleise. Ah, okay, okay, doch, dann war das schon der andere Stack. Ja, ja, okay, okay, okay. Alter. Verrückt. Verrückt. Gut. Lol, haben wir tatsächlich alle Gleise genau aufgebraucht gehabt. Interessant. Tatsächlich ein Zufall, der ne, einem schon ein bisschen Kürre machen kann. Lol. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt mal neue Gleise. Schissel de Dissel. Das heißt, wir brauchen zwei Gleise für den Prellbock. Dann würde ich gerne da, wo der Baum ist, den wir jetzt wegmachen müssen, würde ich auch gerne noch mindestens naja, zwei Gleise hinpacken. Das heißt, wir brauchen, mal gucken, wie viele Gleise wir immer produzieren. Also wir brauchen auf jeden Fall mindestens 5 Gleise. Richtig? Irgendwie so. So, Gleise. Advanced Trains Gleise. Nein, das da. Bekommen wir gleich, deswegen hatten wir auch so viel, weil wir davon gleich 50 bekommen. Holy shit. Seid ihr denn des Wahnsinns? Das ist ja viel zu billig. Ah, Markus wieder. Hi. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen Eisen und Stöcker. Stöcker haben wir sogar. Dann brauchen wir bloß noch ein bisschen Eisen. Ja, ich weiß, wir haben noch zwei oben drin, aber die brauchen wir auch später für die Prallböcke.
Von daher nehmen wir einfach mal komplett 6 mit. Und jetzt müssen wir hier erstmal alles rausklatschen. Gleise. Alles. Und dann, was? Jetzt habe ich Zinn genommen. Ich krieg gleich einen. Oh. Das hält es dem Kopf nicht aus. Hallo. Danke. So, 50 Gleise. Ich schau dich gleich doch, du kleiner Gottverdammter. So, du nach da, du nach da und dann perfekt. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt erst nach da oder erst nach da? Erst nach da. Ist näher dran. Achso, wir jetzt noch gleich die Bahnhofsteile bauen können, also hier, den Bahnhofssteg. Ah ja, was soll's. So, der Baum kriegen wir jetzt gar nicht mehr abgebaut, kann das sein? Ja, war klar. Warum sind hier Steine? So, sieht besser aus. Sieht noch besser aus. So, da brauchen wir erstmal einmal Dirt. Das Ding hier muss zu. Jetzt kommt's. Der Bahnhof sollte wenigstens 5 breit sein. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der andere Bahnhof. Egal, auf jeden Fall ist der hier 5 breit. Das beschließe ich jetzt einfach mal. Das heißt, der Prellbock, hier kommt auf jeden Fall noch ein Gleis hin. Dann kommt hier der Prellbock hin. Und da kommt hier das Abschlussgleis hin, ne? Weil realistisch gesehen, ich meine, gut, es gibt mehrere Typen von Prellböcken. Manchmal gibt es Prellböcke, da ist quasi einfach das Gleis, was hier hinten ist, ist dann quasi mit dem Gleis verschwissen. Ist quasi die einfachste Art. Es gibt aber auch Prellböcke, da ist der Prellbock quasi nicht fest verankert, sondern quasi nur leicht verschraubt. Das heißt, wenn zu gehen fährt, dann bleibt er nicht mit einmal stehen. Sondern der Prellbock kann sich quasi nach hinten bewegen und bremst den Zug quasi. Zwar sehr stark, aber der Prellbock kann sich halt nach hinten bewegen. Und damit das funktioniert, muss hinten aber gleich sein. Ne? Sonst würde der Prellbock einfach runterfallen. Das wäre nicht gut. Von daher machen wir hinten noch immer Gleis hin. Sieht halt optisch auch einfach besser aus. Für den Bahnhof brauchen wir wieder Compressed Cobble. Dann machen wir da hinten noch so ein Prellbock hin und dann ist die Strecke an sich zumindest schon mal fertig. Sehr schön. Ist das nicht genial? Und der Sprint funktioniert schon wieder nicht. Ich krieg hier gerade eine Krise. Lass mich hoch. Ich bin gerade Depri. Beziehungsweise nicht Depri, sondern eher total wahnsinnig. So, okay, hatten wir tatsächlich. Oh, nee, doch sogar. Hat das sogar breiter gebaut. Alter, das ist ja 7 Blöcke lang. 8 Blöcke. Holy shit. Na gut, ist ja auch ein etwas größerer Bahnhof. Hier ist ja richtig Umsteigeplatz und alles Mögliche. Wir lassen den anderen Bahnhof da einfach mit einer 5er Breite. Sollte schon passen. Oder wir machen doch 7er. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, Compressed Cobble. Da brauchen wir sowohl Slabs als auch diese ganz schmalen Dinger. Diese, ne? Für den Bahnsteig selber. Da hatten wir, glaube ich, sogar noch einen. Da können wir den gleich mal mitverwenden, weil wir haben ja eine ungerade Zahl. Von daher können wir den einen, den wir da noch haben, direkt mit verwursten. Worum er jetzt ist. Gut, wir räumen erstmal die Kisten aus. Also unser Inventar aus. Nein, du bist Werkzeug. Halt. Du bist nur ein, wie sagt man? Also, du hast für mich keinen Geldwert, sondern nur Materialwert. Also bist du einfach nur mit Mineral wie jedes andere Mineral auch. So, du kommst da noch mit rein, einfach mal. Oder nee. Du kamst ja hier immer mit rein. So, aber die Blumen können hier auf jeden Fall mit rein. Du und du und du.
Die Setzlinge können hier mit rein. Das Holz kann da auch mit rein. Moment schon mal. Ah ne. Äpfel kommen hier rein. Blumen kommen wie gesagt da rein. Farbe kam hier mit rein. Steine kommen weitestgehend auch da rein. Werkzeuge kommen runter. Und dann räumen wir mal unser Kack hier aus und das Ganze fängt von vorne an. So, ihr kommt auch hier unten rein. Blätter und Grasgedöns kommt alles da rein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ist denn hier unser Viertelstück? Hatten wir das doch mit verbaut gehabt? Es ist weg. Jetzt muss ich wieder alle Folgen angucken. Spaß. das kommt damit rein. Das kommt später wieder ins Lager. Du kommst nach da. Du erstmal auch. Wobei, warum eigentlich? Wo bist du da? Da. Flint hatten wir hier mit drin, oder? Ja. Jo, Bahnhof. Wir brauchen Bahnhof. Für den Bahnhof brauchen wir einen Bahnhof. Wo ist denn Compressed Cobblestone? Genau, eine Strecke brauchen wir. Okay, Compressed Cobble war offensichtlich oder ist offensichtlich im Lager. Also, dass da welches ist, weiß ich, aber ich dachte, wir hatten auch noch welches bei uns im Haus gehabt. Scheinbar nicht. Ich hasse es, keinen Sprint benutzen zu können. So. Gut, wir brauchen davon auf jeden Fall Folgendes. Kriegen wir 6 Stück. Okay. Muss man jetzt kurz gucken, das war irgendwie so hier. Da kriegen wir aber gleich 12 Stück. Naja, was soll's. Ach, wir kriegen überall zu viel. Egal. Okay. Ne. Damit kann man nicht anfangen. Jutschen, so der Bahnhof hier an der Stelle war fertig. Genau. Wir haben Gravel und wir haben alles, was wir für den Bahnhof selber brauchen. Das ist sehr gut. Außer Sprint, das haben wir natürlich nicht. Ach, ich hasse den Sprint. Oh mein Gott. Was ist aus dem Sprint geworden? Tut, 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 die Eisenbahn. Es ist so unendlich warm. Von hier hat man sogar eine schöne Aussicht. So, hier fliegen einfach mal ein paar Äpfel rum. Easy. Völlig normal. Schwerkraft gilt für Äpfel nicht. Okay, jetzt kommt hier, jetzt müssen wir hier, müssen wir Folgendes. Du kommst nach da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du kommst nochmal weg, du kommst nochmal weg. Du musst leider auch weg. Denn... Ich fick mein Leben. Oh mein Gott. Okay, das Ding muss auf jeden Fall dahin. So, hier kommen auf jeden Fall erstmal so Ding hin. Hier kommt die... Oder nee, ich mache das hier tatsächlich sogar eins nach hinten. Genau. Und hier kommt jetzt der Gravel rein. Das war einmal zu viel. Zum Glück nicht schlimm. Perfekt. Damit ist das Ding hier, unser kleines Inselstädtlein, an den Bahnhof angeschlossen. Sehr schön. Ist das nicht genial? Ha.
Wann kommt denn der nächste Zug? Ich warte hier schon seit 3 Stunden. Scheiß Deutsche Bahn. So, ein Gleis brauchen wir echt nochmal. Über dieses Hin und Her für ein einziges Item. Siehst du, kann man jetzt eigentlich hier die 4... Ja, das geht sogar. Sehr schön. Gleise waren hier oben drinne. Danke. Ich will doch nur sprinten. Lass mich doch ein einziges Mal sprinten. Sehr schön. Damit ist die Bahnhofsstrecke quasi jetzt komplett abgeschlossen. Sehr schön. Cool. Haben wir gut geschafft. Von dem Bahnhof hat man sogar eine richtig schöne Aussicht. Sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. Ach, herrlich. Ist dir das nicht herrlich? Gut, von hier unten sieht es auch ordentlich aus mit dem komischen Ding hier. Mit dem Eckverdukt. Doch, sieht gelb. Das sieht gut aus. Das sieht vollkommen in Ordnung aus. Gut, was ich hier, ne, hier sieht man auf jeden Fall nicht weniger als davor. Ach, dieser Grafikfehler. Ja, mal schauen, ne? Wie gesagt, kommt jetzt demnächst Version 5.3 raus. Mal gucken, ob der Fehler da gefixt wurde. Ich bezweifle, das war ganz, ganz stark, aber wer weiß. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. So. Das Bahngleis ist perfekt geworden. Sehr schön. Genau so, wie ich mir das habe ich gestellt. Die Weiche. Perfekt. Unser Feldweg. Da passt es gleich auch wunderbar dazu. Sehr schön. Sehr schön. Jutschen, dann bringe ich mal noch das Kies wieder weg. Und dann, würde ich mal sagen, machen wir für heute noch mal Feierabend. Und dann gucken wir mal, was wir noch morgen machen, die eine Folge. So, Stöcke haben wir noch, Äpfel haben wir noch. Komm, Äpfel können wir hier mal einfach mal mit reinklatschen. Ja, weiß nicht. Ich glaube mal, wir räumen mal morgen wieder ein paar Kisten hier um. Also, unsere Kisten da zu Hause auf und hier ins Lager rein. Das wäre für morgen, ne, für eine Folge eine schöne, naja, Beschäftigung, sag ich jetzt einfach mal. Ne, so. Kennt man ja einfach Zeitvergeudungstherapie quasi. Bis dann.